Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Moin, moin. Ich war mal wieder einkaufen. Ja, ja. Also erwartet nicht zu viel, Rico war einkaufen. Einkaufen im Getränkeland bei uns. Oh, ja, Getränkeland ist natürlich gut. Ja, sehr gut, nett, freundlich. Gute Biersorten. Mhm. Hm. Aber kein Ohrlich und Möhrig. Mahn und Ohlerich. Genau. Rico find's einfach nicht. Ich bemühe mich ja schon, ja. Aber es kommt. Es dauert noch ein bisschen, aber es kommt. Kann natürlich sein, dass ich es nicht gesehen habe, weil manchmal ist es komisch. Aber ihr kriegt das hin. Ihr kriegt das hin. Was trinken wir heute, Rico? Sie kann das ja nicht aussprechen. Das ist ja nicht drauf. Ach, da ist es ja. Da gucke. Da guck einer an, ja. Von der Staffelberg. Ach Quatsch. Oh Mann, ey. Ein Staffelbergbräu Märzen. Lohfeld Bad Staffelstein mit Bergquellwasser gebraut. Ein Zwerg mit Bier. Das seht ihr hier. Märzen mit leicht gerösteten Karamellmalzen in leuchtender Mahagonifarbe, einer cremigen haselnussbraunen Schaumkrone und einem vollen Malzkörper. Ein Bier, bei dem man die Stammwürze P13 herausschmeckt. Wohl bekommt's. Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot vom 15-16 mit den Zutaten Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. 5,5 auf 0,5. Wie hieß das jetzt bitte? Staffelbergen? Also Staffelbergbräu Märzen. Prognose? Ja, hört sich ja schon mal ganz gut an. Ne? Also ich würde sagen, ja, Silber. Ich sag Bronze. Okay. Oberfranken. Was gab's im letzten Video? Das Lübzer Küstenhell. Genau, das könnt ihr euch mal angucken. Na gut. Ist jetzt hier verlinkt. So eine Mischung aus aufklicken. Pilz und Pellet. Ja, das war wirklich lecker. Übrigens gesponsert von Newton Getränkeland. Könnt ihr natürlich auch bestellen. Link hier unter dem Video in der Beschreibung. Einfach anklicken. So, auspacken oder wegpacken. Diese komische Märzenbräu, Stauffenberger Burg. Können wir auspacken. Also wir haben hier erstmal einen Bierdeckel, der nochmal das Vordere zeigt. Wie so eine Art Emblem, ne? Der kleine Zwerg da. Der kleine Zwerg. Der Zwerg mit dem Bier. Haben Sie bloß vergessen, hier gelb anzumalen. Das ist leer, das Bier hat er schon ausgetrunken. Oh, deshalb guckt er so traurig. Ach, auf dem Deckel ist das ja nicht angemalt, aber sonst. Nee. Ne, das ist ja nicht doll. Ja, dann ist das wohl auf dem Deckel wirklich alle. Also sieht schon ganz gut aus. Interessante Sache. Also ist jetzt nicht hier top, aber. Nur 2 Punkte. Ja, 2. Gut. Augensucht, Augenflucht. Kippeln. Hatten. Abgelaufen. Dollar abgelaufen? Naja, nicht ganz ein Jahr. Oh. Also es könnte noch was werden. 29.05.23. 9.44 Uhr. Na komm, was soll's? Ich sag Prognose, Blech. Also ganz wichtig, das Ding ist abgelaufen. Ne? Also Mindesthaltbarkeitsdatum ist seit knapp einem Jahr drüber. Das heißt im Prinzip, das war jetzt, was wir jetzt kosten, das ist jetzt übergierig. Ich sehe da schon mal schwimmen. Und, ja. Der gute Teppich hier, pass auf. Die gibt vielleicht nochmal. Wie willst du denn trinken? Aus dem Glas oder aus dem Glas? Ich trinke aus dem Glas. Du kannst aus der Flasche trinken. Schüttelt mich schon, ey. Ach komm. Nee, reicht mir.
bisschen Risiko muss schon sein im Leben, ey. Ha? So. Kurve, ja. Wegkippen, ja. Sieht schon mal gut aus. Nicht ganz durchsichtig. Also ein bisschen trübe. Die Farbe ist gar nicht mal so schlecht. Der Schaum ist gut. 1 Punkt oder 2 Punkte? Mahagoni-Farbe. Cremige haselnussbraune Schaumkrone. Nee. Sieht cremig auf jeden Fall aus. Hat schon einen dunkleren Ton. Haselnussbraun nicht unbedingt. Vielleicht liegt es ja daran, dass es schon drüber ist. Sehr malzig. Riecht schon mal wie so ein Schwarzbier. Augensucht oder Augenflucht? Ja, komm. Es geht so. Durchschnitt. 2 Punkte. Ja. Prost. Ich hab Angst. Oha. Ach, komm. Naja. Das ist ja so eine Mischung wie... Also das ist sehr würzig. Malzig. Hopfen mag ich jetzt nicht wirklich drin. Das hat... Schmeckt wie eine... Vor einer halben Minute hatte ich noch richtig Bock. Aber jetzt... Also für mich schmeckt das wie eine Mischung, wenn eine Pilz und ein Schwarzbier mixt. Warum versteckst du das da so? Weil die Zuschauer möchten ja sehen, was du da trinkst. Weil ich mir ja heimlich einen anderen holen wollte. Ja, genau. Ja, das, was nämlich da unten steht. Mhm. Ja, also... Ja gut, ich denke, 4 Punkte. Vielleicht schmeckt es ja anders, wenn es nicht mindestens drüber ist. Da müssen wir nochmal probieren. Ja, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich kipp's weg. Doch. Okay. Ach, guck mal. Sein? Da ist ja die Haselnuss. Jetzt zeig sie. Ohne Scheiß. Das ist die Haselnuss. Gaumen lieber oder Gaumen hier? Ja, komm, 6 würde ich da geben. Also ja, mehr als so wenig verdient. Also laut meinen Gaumen. Special Point ist total abgelaufen. Das ist total spezial. Was ist speziell daran? Dass das erste Bier ist, was nach einer Haselnuss schmeckt. Also da ist nicht viel Spezielles. Ich finde da ja nicht speziell dran. Na gut. Das sind bei uns ja... Na, ist was besonders? Gar nicht. Also den gerösteten Karamellmalz, das schmeckst du schon. Das schmecke ich auch beim Rostocker, beim Störtebäcker Haselbräu. Was war da? War auch übrigens, ich habe letztens ein eiskaltes Rostocker Pilsner getrunken. Ja, ja. Rostocker haben wir auch schon mal probiert. Könnt ihr euch mal anklicken, das Video ist jetzt verlinkt hier. Also 0 Spezialpunkte hier, ja? Also ich wüsste jetzt nicht, warum. Gut. Deutsches Reinheitsgebot haben wir, ne? Ja, das Bayerische. Nee, da stand Deutsches. Bayerisches Reinheitsgebot. Das ist ja noch besser. Wasser, Gersten, Malz und Hopfen. Uwe? Schmeck ich auf jeden Fall raus, den Uwe. Er ist auch dabei. Das sieht blöde alle. Was ist denn mit dir los? Na, das schmeckt gar nicht so schlecht. Ich finde diese Haselnussnote interessant. Ohne Scheiß. Uwe, ja oder nee? Na, bis jetzt noch nicht. Mhm. Wegkippfaktor. Willst du das denn auch weg austrinken? Nee. Mhm. Also ist der Wegkippfaktor eben. Minus 1. Na, dann mach. Ich würde es nicht wegkippen, ich würde es einfach stehen lassen. Vielleicht willst du noch inner trinken. Ja, also mein Geschmack ist es nicht, aber ich finde, wie gesagt, diese Haselnussnote sehr interessant. Ja. Bevor wir zum Uwe kommen, kannst du noch einen Witz vorlesen. Das ist ein bisschen die Farbe von der Krawatte hier. Nee. Ja. Achso, und Fakten gibt es auch noch. Im letzten Video gab es keine Fakten, deswegen müssen das diesmal 2 Fakten sein. Ja, bis du fertig bist, lese ich mal hier einen Fakt vor. Dann mach mal einen Fakt. Hatten wir schon. Das teuerste Bier der Welt hatten wir letztes Mal. Könnt ihr euch mal anklicken, ist jetzt hier verlinkt.
Bierfakt Nummer 6. Starkes Wiesenbier. Was ist eigentlich die Stammwürze? Beim Wiesenbier steht neben dem Alkoholgehalt immer noch die Stammwürze dabei. Doch was hat es damit auf sich? Sie bezeichnet den Nährstoffgehalt des Bieres vor der Gärung. Er entsteht durch das Malzkorn, dessen Stärke im Rahmen des Maischvorgangs zu Zucker wird. Maische. Auch Eiweiße, Aminosäuren und Vitamine sind Bestandteile der Stammwürze. Wie wir ja schon gelernt haben, ist ja gesundes Bier. Sie dienen als Nährstoffe für die Hefe. Je höher die Stammwürze, desto mehr kann die Hefe also vergären. Und das schlägt sich wiederum in einem höheren Alkoholgehalt nieder. Das stärkste Wiesenbier ist das vom Hofbräu mit 13,7% Stammwürze und 6,3% Alkohol. Sehr schön. Ja, mal wieder was gelernt. Naja, wenn man hier auch, wisst ihr, ist wichtig. So, ich habe ausgetrunken. Also kriege auch jetzt einen Nachtisch. Hast du gerade weggekippt, oder? Nein, ich habe es ausgetrunken. Nachtisch. Gibt's hier nicht Nachtisch? Nee? Nein. Ja, den hat man noch nicht. Gut. Also jetzt, pass auf, ich habe jetzt den Witz hier. Aha, so. Hat ja auch Zeit, ne? Ja. Okay. Gepasst. Haben wir auch lange genug gewartet jetzt. Der Bauarbeiter und das Bier. Bauarbeiter Huber fällt vom Gerüst und schlägt so unglücklich auf, dass er sofort tot ist. Nun muss der Chef einen Freiwilligen finden, um Huberts Frau die traurige Nachricht zu überbringen. Da meldet sich Luigi. Warum haben die nicht Mario genommen? Kein Problem, ich mach's. Es geht los und seine Kollegen fragen sich, ob das so eine gute Idee war. Nach einer Weile kommt Luigi zurück. Übers ganze Gesicht grinsen und mit einem Kasten Bier auf der Schulter. Der Chef fragt Luigi, wie hat Frau Huber Frau es aufgenommen? Warum grinst du so? Und wo hast du den Kasten Bier her? Luigi antwortet, ich habe geklingelt und gefragt. Guten Tag, sind Sie die Witwe Huberts? Da hat sie gesagt, Hubert ist richtig, aber keine Witwe. Habe ich gefragt, wetten wir einen Kasten Bier? Luigi ist schlau. Das ist abstreichen. Fandst du ihn nicht lustig oder was? Ich dachte, da kommt was anderes. Ja, das denkst du immer. So, weil wir im letzten Video keine Fakten haben, hatten. Ey, nochmal Fakten? Jetzt nochmal Fakten, ja. Fakten. Ja, genau. Fakten. Da habe ich dann aber noch einen Witz vom Rollstuhlfahrer, dann kann ich nämlich den hier wegschmeißen. Naja, ist doch gut. Das Reinheitsgebot, warum wurde es erlassen? Ist eine Idee? Naja, nee. Jeder kennt das bayerische Reinheitsgebot aus dem Jahr 1516. Wer kennt es nicht, ja? Demzufolge nur Gerste, Hopfen und Wasser ins Bier dürfen. Aber warum wurde es eigentlich erlassen? Erstens ging es um die Regelung der Bierpreise. Und durch die Vorschrift, nur diese drei Zutaten zu erlauben, ließen sich die am einfachsten durchsetzen. Macht für mich jetzt nicht unbedingt Sinn. Aber auch die Bürger sollten geschützt werden. Und zwar vor dem Grut abenteuerlichen Zutaten wie Anis, Kümmel, Wacholder, aber auch Fliegenpilzen. Das Münchner Reinheitsgebot wurde übrigens schon 1487 erlassen und bis heute die zentrale Grundlage für den Erfolg des Münchner Bieres. Also, aha, ist eine Art Schutz. Und das deutsche Reinheitsgebot? Das ist von 1516. Ich dachte, das bayerische. Das ist von 1487. Ah. Das Münchener Reinheitsgebot. Ja, ja. Also ist ja dann, was ist denn das denn? Also Bayern, das ist jetzt Bayern, ist das Bayerische. Dann gibt es das Deutsche, das Bayerische oder ist das Bayerische, das Münchner? Naja. Das Münchner ist auf jeden Fall das Deutsche. Also ist dann eher das, was war denn zuerst da? Das Ei. Naja. Gut, dann sind wir uns ja da einig. Oh. So. Na, trink doch mal aus. Das ist schon schade. Ich trink das nicht aus.
Uwe, hast du denn Uwe gefunden oder nicht? Tja, wenn den Heiken verschluckt. Also nein, ja. Also ich hatte keinen Uwe. Den glaube ich dir mal, wenn du aus der Flasche trinkst. Ah, hart drauf hingearbeitet, wa? 13. Naja, Blech bestimmt. Bronze. Das liegt bestimmt daran, dass es abgelaufen ist, seit über ein Jahr. Ja, da ist noch Luft nach oben. Ja. Bronze, Mittelklasse, nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges, genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. War denn billig? Ich weiß es nicht. Okay. Das habe ich, glaube ich, geschenkt bekommen und deshalb wurde es mir nicht gesagt. Ja, deswegen ist es schon abgelaufen. Hast schon vor. Nachgucken, aber jetzt, ich glaube, beim gebrauchten Bier. Quatsch. Bronze für ein abgelaufenes Bier ist schon eigentlich sehr gut. Ja. Genau. Sehr schön. Was trinken wir denn als nächstes? Beim nächsten Mal. Mal gucken, was Rico Tolles gekauft hat. Tja. Auf jeden Fall keine Orlich und Mörlich. Die Liste ist lang. Wir haben hier einen Hirschspreu. Ups. Schon wieder gespoilert. Nee, erstmal nehmen wir das hier. Eieieiei. Was haben wir denn da, Rico? Ah! Das verfolgt mich ja vom Urlaub bis hierher. Ja, du im Urlaub auch genau eine Standard machst wie hier. Das Bergbräupilz. Und das habe ich im Urlaub getrunken. Ja, dann wisst ihr, bist ja schon voll geschädigt. Das werden wir sehen. Also Leute, unbedingt den Kanal abonnieren. Wie ihr sagt, hier die Links hier unter dem Video und das alles. Liken, teilen, kommentieren. Ja, genau. Genau das. Hört eben mal auf den Rico. Haut rein, bis dahin. Prost und das alles.